Maxime Herbert ist die neue Bachelorette 2021 und auf sie warten 20 Männer, die um ihr Herz kämpfen wollen. Welcher Mann die Influencerin und Ex-Freundin von David Friedrich überzeugen kann, steht allerdings noch in den Sternen. Doch welcher Mann hat das Potenzial, Maxime den Kopf zu verdrehen? Nico verdient sein Geld als Eiskunstläufer und Trainer und auch die Kuppelshow scheint er wettbewerbsmäßig anzugehen. Dating ist wie Sport, man kann kein Olympiasieger werden, ohne dran zu bleiben, so der 24-jährige Oberstdorfer. Der 27-jährige Kevin aus Hannover verspricht dafür, dass er viel Liebe zu geben hat. Kandidat Gustav setzt hingegen eher auf seine inneren Werte. Ich habe alles, was eine Frau sucht, außer Sixpack, so der Betriebsleiter in der Gastronomie aus Paderborn. Viel Selbstbewusstsein scheint Lars mitzubringen. Und so sagte der 24-jährige Industriemechaniker und Fitnesstrainer vor dem Staffelstart von Die Bachelorette knallhart: Ich habe keine Konkurrenz. Der 31-jährige Investmentberater Max aus Stuttgart versprach dafür: Ich werde meinen Charme spielen lassen. Der 30 Jahre alte Polizeibeamte Toni suchte offenbar eine Powerfrau und kein Mäuschen, denn seine Frau muss ihm Paroli bieten können. Der Business-Controller Leon gibt sich hingegen feingeistig und verriet: Ich sehe schnell schöne Dinge an Menschen. Auf welchen Mann sich Maxime letztendlich einlassen wird? Ab dem 14. Juli hat das lange Warten ein Ende, denn dann wird die erste Folge von Die Bachelorette 2021 bei RTL ausgestrahlt.